Übrigens, um diese wie auch alle folgenden Grafiken übersichtlicher zu gestalten, werden nur Aktionen zu einer Angriffsseite hin dargestellt. Im Trainingsalltag sollten die Übungsformen selbstverständlich zu beiden Seiten hin durchgeführt werden. Damit lässt sich die gewünschte hohe Trainingsintensität besser erreichen. Der Blick von oben macht jeweils den zeitlichen Ablauf sehr deutlich. Für ein erfolgreiches Spiel ist es äußerst wichtig, dass die Spieler die Suche nach freien Angriffs- und Wurfräumen automatisieren. Im Idealfall erhalten die Spieler erst dann den Ball, wenn sie diese freien Räume erreicht haben. In jedem Fall sollten die Spieler ihre Aktion mit dem Abspiel beginnen und nicht erst, wenn sie schon wieder in Ballbesitz sind. Die Ziele dieser einfachen, aber effektiven Übung sind also Verbesserung der Angriffsbewegung ohne Ball, sicheres Passen und Fangen als Voraussetzung für den eigenen Durchbruch und die verschiedenen Varianten beim Torwurf. Schulung der Beinarbeit, insbesondere der seitlichen Bewegungen und des schnellen Antritts und damit verbunden eine Verbesserung der spezifischen Kondition. Die gleichen Inhalte werden ebenso mit Seniorenmannschaften trainiert. Die Präzision der Abläufe und die Angriffsbewegung ohne Ball sind hier im Gegensatz zu den Jugendlichen zuvor noch ausgeprägter. Die Angreifer erhalten den Ball in der idealsten, weil freien Position und können die drei möglichen Schritte optimal nutzen. Natürlich ist auch die Sprung- und Wurfkraft hier noch ausgeprägter. Und damit gelingt es den Bundesliga-Profis leicht, die Deckung zu überspringen. Und das, obwohl die geduldigen Abwehrpuppen realistische Hindernisse darstellen. Sie entsprechen einem knapp 2 Meter großen Deckungsspieler, sind aber leichter zu versetzen. Anders als in der Übungsform zuvor, passt der Halbspieler auf Außen und bekommt den Rückpass in den Anlauf zum abschließenden Sprungwurf gespielt. Es wird deutlich, dass bei guter zeitlicher Abfolge alle Spieler fast ständig an den Aktionen beteiligt und damit körperlich belastet werden. Besonders zu beachten ist, dass der Ball jeweils erst in der Vorwärtsbewegung gefangen wird, sodass ein nahtloser Verlauf der Aktion möglich wird. Ebenfalls wichtig, die Stoßbewegung des Außenspielers, um sich gefährlich zu machen und dem Halbspieler Zeit für seinen Antritt zu geben. Achten Sie in diesem Fall auf den Halben im grünen Trikot. Deutlich erkennbar, dass nach dem Abspiel zunächst eine Rückwärtsbewegung erfolgt, um dann wieder anzutreten und mit einem Sprungwurf abzuschließen. Diese Bewegung ist sicherlich eine der häufigsten in der realen Spielsituation. Hier ein gewaltiger Sprungwurf von TuS Essens Alexander Tutschkin im Bundesligaspiel gegen den THW Kiel. Sprungkraft und Wurfgenauigkeit. Beides kann durch diese Trainingsformen stark verbessert werden. Der Auftakt zu dieser Übung erfolgt wie zuvor. Dann allerdings kommen Varianten hinzu, in den Grafiken jeweils durch den stehenden Ballschatten gekennzeichnet, von dem aus verschiedene Entscheidungen, also Rückpass, Anspiel oder Torwurf, getroffen werden können. Der zeitliche Ablauf von Ball- und Laufwegen wird in dieser Deckenzeitlupe sehr deutlich, ebenso wie das nahtlose
Der zeitliche Ablauf von Ball- und Laufwegen wird in dieser Deckenzeitlupe sehr deutlich, ebenso wie das nahtlose Wechseln von der einen Angriffsseite auf die andere, wodurch wiederum ständige Belastung für alle sichergestellt wird. Wie unterschiedlich die sich ergebenden Abschlussmöglichkeiten sind, verdeutlichen die folgenden Beispiele. Im Vordergrund steht jeweils die Verbesserung der Bewegungskoordination und des Timings zwischen den beteiligten Spielern. Hier stimmen Einlaufen des Kreisspielers und Anspiel ganz genau. Außerdem sollen hier verschiedene Formen des Anspiels an den Kreis- und Außenspieler aus der vollen Bewegung heraus perfektioniert werden. Gerade für die Kreisspieler ergeben sich hier fast von selbst intensive Trainingseffekte, wie Anlaufen von beiden Seiten und damit Würfe mit und gegen den Wurfarm. Auch das zeitlich richtige Lösen von einer Sperre wird hier vortrefflich geübt. Vom Ablauf her schwierige, fast schon akrobatische Varianten, wie beispielsweise Kemperwürfe, lassen sich zunächst nur gegen die statischen Abwehrpuppen sehr gut ausprobieren und einschleifen. Neben den hier gesehenen Wurfvarianten, welche die individuelle Stärke jedes Spielers ausmachen, kommen bei diesen zügig aufeinanderfolgenden Angriffen natürlich auch die Torhüter in den Genuss eines intensiven und spielnahen Torwarttrainings. Nach Beginn, wie in den beiden Übungen zuvor, folgt ein sukzessiver Parallelstoß bis auf die andere Seite. Wichtig ist dabei, die richtige Entscheidung des Halbspielers, entweder den Kreis oder den Außen anzuspielen. In dieser Übungserweiterung sind alle Positionen an dem Ablauf beteiligt. Der Begriff des Komplextrainings erklärt sich dadurch von selbst. Das Hauptziel dieser Übung ist das Perfektionieren und Automatisieren der spezifischen Angriffsbewegung. Besonders das seitwärts durchgeführte Parallelstoßen entlang der Freiwurflinie. Der jeweilige Torwurf lässt dann den persönlichen Fähigkeiten den individuellen Spielraum. Hier deutlich erkennbar der harmonische und zeitlich gut abgestimmte Parallelstoß. Eine entscheidende Rolle für den Erfolg dieser Übungsform kommt dem Halbspieler zu. Er muss jeweils die richtige Entscheidung treffen zwischen dem möglichen Anspiel an den Kreis oder nach außen. Hier aus Sicht des Spielers das richtige Anspiel an den einlaufenden Kreisläufer. Noch einmal die gleiche Situation mit anderem Abschluss.
trotz Blickverbindung zum Kreis, die Entscheidung, den Außen einzusetzen. Egal ob in einer Jugend- oder Seniorenmannschaft, diese Form des Entscheidungstrainings schult in starkem Maße die Wahrnehmung der Spieler oder, wie es so schön heißt, das Auge. Daraus ergibt sich eine weitere Erklärung für den Begriff Komplextraining. Die Spieler werden nicht nur körperlich und technisch, sondern auch im mentalen Bereich intensiv gefordert. Sowie ein perfektes Camper-Anspiel am Ende dieser körperlichen Belastungen. Unabhängig von der Leistungsklasse der trainierten Mannschaft gelten folgende Grundsätze. Die Spieler müssen genau wissen, wie hoch sie die Übungsintensität halten wollen. Einmal begonnen, sollte die Serie ohne Verlust der Intensität bis zu einer lohnenden Pause fortgeführt werden. Jede Unterbrechung wegen fehlender Bälle, wegen mangelnder Bereitschaft, sich korrekt zu bewegen oder wegen zu später Einnahme der folgenden Position führen zu einem Intensitätsverlust und mindern die Qualität des Trainings deutlich. Sehen Sie noch einige gelungene Aktionen der Essener Bundesliga-Profis. So leicht hier die Abläufe auch aussehen, so sollte man dennoch nicht vergessen, dass man ohne eine gründliche analytische Vorbereitung dieser technischen und taktischen Mittel nicht zu komplexeren Abläufen übergehen kann. Anders als bisher beginnen die Übungen dieses neuen Komplexes nahe der Außenlinie. Trainiert wird auch hier abwechselnd auf beiden Seiten, wenngleich wir nur auf die rechte Angriffshälfte schauen. Am meisten belastet wird in dieser Übung der halbe Aufbauspieler. Besonders seine Angriffsbewegungen müssen unter spielnahen Bedingungen durchgeführt werden. Mit dieser Übung lässt sich besonders gut der Angriff zur Wurfarm-Gegenseite schulen. Der Spieler sollte jederzeit in der Lage sein, entstandene Freiräume wahrzunehmen und Deckungsfehler prompt auszunutzen. Als Vorstufe dazu sollten hier die Abläufe ohne aktive Abwehr eingeschliffen werden.